Transhuman, der Titel der Ausstellung, beschreibt ein Phänomen, dass wir als Menschen unsere rein organischen, körperlichen Fähigkeiten heute überschreiten können, dass wir heute technologische Möglichkeiten haben, uns zu erweitern. Mit dieser Ausstellung feiern wir einen Sohn der Stadt. Albrecht Ludwig Berblinger ist genau vor 250 Jahren geboren. Er ist bekannt als der sogenannte Schneider von Ulm, der einen gescheiterten Flugversuch unternommen hat. Er war aber ein Tüftler, ein Visionär, hat sich mit Technik beschäftigt und hat die ersten mechanischen Beinprothesen entwickelt. In unserer Ausstellung zeigen wir drei verschiedene Aspekte. Einmal geben wir einen kleinen Einblick in die medizinhistorische Entwicklung. Wie hat sich überhaupt die Mechanik in den Prothesen, wie haben sich die Prothesen in den letzten 3000 Jahren verändert? Dann gibt es einen Einblick in die Kunstgeschichte und die Kulturgeschichte. Und ein dritter Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit ausgewählten Projekten der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, wo es um künstliche Intelligenz geht, um Brain-Computer-Interfaces, alles das, was heute möglich ist, unsere Fähigkeiten einfach zu erweitern. Wir leben heute in einer Zeit der wissenschaftlichen Entwicklungen, der Selbstoptimierung, der Selbstinszenierung auch, aber vor allem auch der Inklusion. Und zu diesen Themenfeldern möchte einfach diese Ausstellung einen Beitrag leisten.